Hallo liebe Zuschauer, ich begrüße Sie im Namen der Deutschen Stiftung für junge Erwachsene mit Krebs. Heute soll es um Corona-Impfungen gehen. Eine junge Betroffene hat uns die Frage gestellt, könnt ihr bitte mal was zu den geplanten Impfungen erzählen? Ja, machen wir natürlich gerne. Vor einer Woche ist ja durch die Presse gegangen, oder vielleicht waren es auch schon 14 Tage, dass die Firma... Biontech aus Mainz einen Impfstoff entwickelt hat zusammen mit der Firma Pfizer und die ersten Ergebnisse einer Zwischenauswertung waren sehr gut. Man hatte keine ernsten Nebenwirkungen beobachtet und es gab einen 90-prozentigen und später wurde auch gesagt 95-prozentigen Schutz. Also fantastische Daten, ein äh, Lichtschein am Ende des Tunnels. Es gibt mittlerweile eine weitere Firma, die Erfolge zu verzeichnen hat, die Firma Moderna aus den USA. Auch die haben in einer Zwischenauswertung 95% Schutz erreicht in ihrer Studie, also auch hier sieht das sehr gut aus. Wie funktionieren aber nun diese Impfstoffe? Dazu habe ich hier aus einer Nature Publikation ein Schema ein bisschen abgewandelt ganz grob ist das so, dass man von dem Virus die Erbinformation nimmt, die zu dem Spike-Protein gehört. Also Spike-Protein, das sind diese lustigen roten Bäppelchen, die das Virus auf der Oberfläche hat und mit denen heftet es sich ja an die Zellen an. Das ist also sehr wichtig für das Virus und schleust sich in die Zellen ein. Also man nimmt diese Erbinformation und das ist eine Boten- RNA, also ein Botenstoff, der auch in unseren Zellen grundsätzlich vorkommt, RNA, aber eben natürlich nicht mit dem Code für dieses Spike-Protein. Diesen Botenstoff, den verpackt man in eine Fetthülle, Lipidkapsel. Und diese Lipidkapsel hat eine gewisse Stabilität, die kann man also spritzen. Und dann ist das so, dass diese Lipidkapseln in die Muskelzellen eindringen, wenn man da nun die Injektion bekommen hat. Und in den Muskelzellen wird dann der Proteinsyntheseapparat der Zelle, also praktisch das, die Maschinerie der Zelle, genutzt damit diese RNS dann entsprechend Spike-Proteine herstellt. Also nur ein Teil des Virus. Also keine Angst, das ist nicht infektiös oder so. Das ist nur einfach ein Eiweißstoff, den diese Zelle produziert. Und dann ist es so, dass dieser Eiweißstoff zum Teil auf den Zellen auf der Oberfläche erscheint, zum Teil ins Blut freigesetzt wird und die Immunzellen reagieren darauf und dann entsteht eine Immunität. Also das ist ein neues Prinzip, das ist bisher noch nicht so gemacht worden bei anderen Impfungen. Da musste man mühevoll diese Proteine herstellen. Das dauert natürlich länger und dann hat der Körper gegen die Proteine selbst die Antikörper gebildet und jetzt überlässt man den Körperzellen diese Arbeit. Ja, ein gewisser Nachteil der Vakzine von der Firma BioNTech ist wohl, dass sie bei minus 70 Grad tief gekühlt werden muss. Das liegt daran, dass diese kleinen Fetttröpfchen, in die man die RNA verpackt, nicht so stabil sind. Das scheint bei der Firma Moderna anders zu sein. Da scheint der Impfstoff stabiler zu sein, sodass das auch bei minus 20 Grad eingefroren transportiert werden kann. Das ist natürlich eine logistische Herausforderung. Minus 80 Grad, das ist schon verdammt kalt. Das ist viel, viel kälter in den normalen Kühlschränken. Und hier habe ich mal so ein Bild von solchen minus 80 Grad Kühlschränken. Ich will da nicht näher drauf eingehen. Der Transport ist dann auch wirklich schon komplizierter als bei Tiefgekost. Es gibt mittlerweile noch eine dritte Firma, die Erfolge vermeldet hat, gerade in den letzten Tagen, die Firma AstraZeneca, Die hat also 70 Prozent Schutz erreicht. Das war so ein bisschen unterschiedlich in zwei verschiedenen Gruppen. Das will ich jetzt nicht im Einzelnen diskutieren. Ob das nun 70 oder 80 oder 90 Prozent sind. Das sieht erstmal optisch schlechter aus als bei den anderen Impfstoffen, aber das sind alles Zwischenauswertungen und da muss man mal warten, wie das dann endgültig aussieht. Also das ist sicherlich auch ein guter Impfstoff, gar keine Frage. Der Impfstoff der AstraZeneca wird etwas anders hergestellt. Da habe ich hier mal einen Cartoon, den ich aus einer Publikation von Anfang des Jahres entnommen habe. Da hat man sich... Der Hülle eines Schimpansen-Adenovirus äh, bedient. Adenoviren, das sind Erkältungsviren. Also auch Schimpansen haben Erkältung. Warum hat man nicht einen menschlichen Adenovirus genommen? Naja, äh, weil wir ständig Erkältungen ausgesetzt sind und weil Menschen gegen Adenoviren oft immun sind. Und die Eiweißstoffe dieser Virushülle könnten dann zu Immunreaktionen führen. Und damit die Effektivität der Impfung beeinträchtigen. Also man hat diesen Schimpansen-Adenovirus genommen, den haben wir noch nicht gesehen und äh, den modifiziert. Der macht auf jeden Fall nicht krank, keine Angst. Das ist wirklich nur die Hülle des Virus. Das hat nichts mit Infektion zu tun. Und man hat statt der Fetttröpfchen, den äh, die Moderna nehmen und die BioNTech-Leute nehmen, hat man dann praktisch äh, diese Gene für das Spike-Protein in dieses äh, Virushülle eingepackt und dann wird den Menschen diese Virushille verabreicht und die äh, stellt dann in den Muskelzellen genau wie mit äh, diesem anderen Verfahren auch das Spike-Protein her und führt zur Immunität. Also der große Vorteil dieser Impfung scheint zu sein, dass sie billiger herzustellen ist in gigantischen Mengen herstellbar ist und das ist dann auch vielleicht eine wichtige Perspektive für die Länder äh, des globalen Südens diese äh, Vakzine wird auch von einer großen indischen Firma hergestellt also das wäre vielleicht eine Möglichkeit wie man weltweit dann auch wirklich impfen kann ohne dass da äh, die armen drunter leiden müssten weil man das eben besser bezahlen kann Gut, welches Prinzip da wichtiger und besser sein wird, das wird sich herausstellen. Nun hat unsere Hörerin oder Zuschauerin ja eine ganz wichtige Frage, welche Impfung für uns Kranke wäre möglich und wie wird das dann auch möglich gemacht, im Krankenhaus, Ambulant oder wie auch immer. Also grundsätzlich, sage ich mal so, sehe ich für Krebspatienten, keine Bedenken, sich eine solche Impfung verabreichen zu lassen. Denn es sind ja keine Lebendimpfungen, äh, wie man das zum Beispiel bei mir noch äh, kurz nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat. Pockenimpfung zum Beispiel, das war eine Lebendimpfung. Da hat sich ein lebender Virus in äh, dem Körper äh, vermehrt und dann wurde man dadurch immunisiert. Und ähm, da es eben keine lebenden Viren sind, sondern ja nur Eiweißstoffe, die hier im Körper entweder selbst hergestellt werden oder ähm, eben verabreicht werden, dadurch sehe ich da eigentlich keine Bedenken. Also da hatten Krebspatienten nichts zu befürchten. Also erste Frage, ist das möglich? Klar. Die andere Frage ist natürlich, wie effektiv so eine Impfung sein wird, wenn man immunsupprimiert ist oder gerade zum Beispiel Antikörper gegen äh, CD19, äh, Rituximab bekommen hat, dann kann das sein, dass die Impfung nicht so effektiv ist. Also da wird man mit dem Arzt sprechen müssen, ob das sinnvoll ist, auch bei Transplantierten zum Beispiel. Da wird es auch von den Fachgesellschaften Leitlinien geben. Das kann ich im Moment noch nicht so genau sagen. Die Impfstoffe sind ja auch nach wie vor bei uns noch nicht zugelassen. Wo wird das möglich sein? Auch das ist noch nicht so ganz richtig zu sagen, wegen dieser Schwierigkeiten, 70 Grad Kilo, Kühlung bei dem Impfstoff von BioNTech und der komplizierten Logistik. Tausende von Leuten müssen geimpft werden. Deswegen denkt man im Moment über solche Impfzentren nach. Hier heute Schlagzeile in Hamburg. In der Messehalle sollen tausende von Menschen geimpft werden. Es gibt auch noch so andere Bilder, wo sich die Politiker auch gerne zeigen, wo man da schon mal in großen Hallen sowas aufgebaut hat. Hat. Klar, wenn da also Tausende anrücken, das kann nicht einfach so ein Hausarzt machen, sondern da muss man Abstandsregeln beinhalten, da müssen Parkplätze sein und so weiter und so fort. Das wird man noch im Näheren sehen. Also diese Frage, wo man dann die Impfung bekommen wird, das kann ich nicht beantworten im Moment. Das hängt sehr von der Logistik ab und das wird sich sicherlich dann im Laufe der Zeit noch ändern. Ob nun Kranke als allererste geimpft werden, ist auch fraglich. Da ist ja schon festgelegt, dass medizinisches Personal wahrscheinlich erstmal an der obersten Stelle steht, ist auch sinnvoll. Auch da äh, kann man die Einzelheiten in der konkreten Durchsetzung noch nicht so genau sagen. Aber man muss doch insgesamt sagen, es gibt jetzt wirklich einen Hoffnungsschimmer. Äh, Impfungen sind verfügbar, werden demnächst zugelassen und werden dann auch den äh, jungen Menschen mit und nach Krebs zur Verfügung stehen. Und das ist, glaube ich, eine gute Nachricht. Und mit der verabschiede ich mich und bedanke mich für die Aufmerksamkeit.